Markus Pazurich, 0-6 verloren hier beim FSV Frankfurt. Wie frustrierend war der Nachmittag? Ja, ich glaube, das Ergebnis spiegelt unsere Leistung heute. Wir haben so ziemlich alles falsch gemacht, was wir falsch machen konnten, und folgerichtig halt 6-0 verloren. Gefühlt in der ersten Halbzeit waren 4 Schüsse von Frankfurt direkt drin. Täuschender Eindruck? Nee, es waren ja 4 Schüsse im Endeffekt. Es waren auch Standards, und das ärgert uns am meisten, weil wir haben große Spiele aufgestellt, und wenn du dann 3 Standardtore bekommst, ist schon, was soll man sagen, schlecht verteidigt. Ja. Wie kriegt man so ein Debakel am Ende des Tages aus dem Kopf? Ja, holen wir halt nächste Woche wieder 3 Punkte. Ne? Das muss unser Ziel sein. Klar müssen wir das jetzt aufarbeiten, unsere Fehler, beziehungsweise das ganze Spiel, weil nichts rund lief. Aber ja, wir sind immer aus so Situationen gut rausgekommen, und genauso werden wir das nächste Woche machen. Die Fortuna hat einen guten Start hingelegt in die Saison, 17 Punkte aktuell. Ja. Täuscht der Tabellenrang vielleicht ein bisschen? Sollte man eher auf Punkte achten? Ich würde sagen, wir müssen halt unsere Leistung bringen, dann holen wir auch die Punkte, und das haben wir am Anfang gemacht, deswegen sind wir jetzt schon bei 17 Punkten, und so müssen wir halt nächste Woche weitermachen. Das Spiel müssen wir jetzt aufarbeiten, dann vergessen und dann halt die nächsten Punkte einsammeln. Danke dir. Uwe, 0-6 verloren beim FSV Frankfurt, das hört sich sehr frustrierend an. Ich fand von außen, dass die Fortuna zu Beginn gar nicht so schlecht drin war. Es gab 2 Schüsse von Hamdi und Kauli, dann war so gefühlt die ersten beiden Schüsse von Frankfurt drin. Es gab wieder eine gute Phase von der Fortuna, wieder 2 Schüsse von Frankfurt, die drin waren. Hast du so eine erste Halbzeit schon mal erlebt? Ja, also was den Spielverlauf angeht, nicht. Ich habe schon Spiele gecoacht, wo wir unterlegen waren und auch entsprechend klar verloren haben. Nicht in der Deutlichkeit, aber schon klar verloren haben. Aber nicht in der Form, wie es heute in der ersten Halbzeit gewesen ist. Ich muss eben dazu sagen, dass alle 4 Tore in der ersten Halbzeit grundsätzlich aus Standardsituationen heraus gefallen sind. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Die ersten beiden nach klar abgewehrten Standardsituationen, wo danach die Zuteilung einfach komplett verloren gegangen ist, wo wir sehr schlechte Entscheidungen gefällt haben. Das dritte Tor war eine eigene Standardsituation, sogar eigentlich von der Ausgangssituation eine richtig gefährliche. Und 4 Sekunden später kriegen wir ein Gegentor, und erst der 4. Eckball war dann ein Ball auf direktem Weg ins Tor. Insofern stimmt das, wir sind jetzt hier nicht komplett auseinandergespielt worden. Ich finde aber trotzdem, dass die Faktoren, die Fußball ausmachen, gerade unseren Fußball ausmachen, dass man dort heute deutliche Zeichen gesehen hat, negative Zeichen. Ich finde, ähnlich wie gegen Halle haben wir es überhaupt nicht geschafft, im Zentrum eine gewisse Zweikampfdominanz herzustellen. Das war bis jetzt eigentlich immer so eine Domäne von uns, dass Mannschaften nach Hause gefahren sind, haben gesagt, okay, die spielen sehr, sehr einfach strukturierten, überschaubaren Fußball, aber den Grundtugenden schaffen sie es, Dominanz auf den Platz zu kriegen. Das haben wir heute nicht geschafft. Wir sind heute sehr, sehr vielen zweiten Bällen hinterhergelaufen. Dadurch haben sich Standardsituationen für den Gegner ergeben, keine direkt torgefährlichen Aktionen, aber Standards, und daraus können eben Tore fallen. Trotz alledem war es tatsächlich so, dass wir nach dem 0-2 nochmal eine richtig ordentliche Phase hatten. Hamdi hatte diesen Schuss unterkante Latte. Wir haben 2-3 sehr strukturiert vorgetragene Angriffe gesehen, wo wirklich etwas hätte passieren können. Vor allen Dingen haben wir es defensiv ganz vernünftig gemacht. Es war nicht so, dass ein Angriff nach dem anderen auf unser Tor gerollt ist. Trotz alledem kannst du so ein 0-4 in der Pause natürlich nicht schönreden. Mir ging es dann ganz, ganz stark darum, nicht die Mannschaft platt zu fahren, sondern wirklich dann so ein brutales Debakel irgendwo auch zu verhindern. Deswegen die Ausrichtung, wirklich sehr, sehr defensiv das Ganze anzugehen, weil man natürlich auch schon gemerkt hat, wie sehr der FSV Frankfurt lebt. Die haben jetzt 3-mal nacheinander gewonnen, sind 4-0 im nächsten Heimspiel in Führung. Da weiß man ja ungefähr, was in der zweiten Halbzeit auf einen zurollen kann. Das haben wir dann tatsächlich nicht mehr geschafft. In der zweiten Halbzeit, finde ich, sind wir schon sehr, sehr stark auseinandergefallen, weil jeder noch auf der Suche nach seiner eigenen Leistung. Es gab nichts Gebundenes mehr, sehr, sehr ängstlich, sehr, sehr zweikampfschwach, und folgerichtig haben wir dann auch in der Höhe verloren. Leider Gottes, ich finde das sehr blamabel. Ich finde das auch deswegen besorgniserregend, weil es natürlich ein Trend werden kann und dass eine ganz, ganz gefährliche Ausgangssituation ist. Insofern gilt es jetzt in dieser Woche sehr, sehr hart zu arbeiten, auf ein vernünftiges Ergebnis ahlen, denn das ist ganz klar, was wir jetzt brauchen, ist am Samstag ein Ergebnis. Wenn du so die Balldominanz und Zweikampfdominanz im Zentrum ansprichst, da fehlt heute Christopher Andersen. Du hast zu Beginn mit einer Dreierkette spielen lassen. Was war deine Überlegung dahinter? Naja, es war ja sehr, sehr klar, wie der FSV Frankfurt die Spiele bisher gestaltet hat. Sie haben eine komplett andere Raumaufteilung wie die allermeisten. Spielen eben mit einer sehr, sehr eng stehenden Raute im Mittelfeld, also mit sehr spielstarken Typen. Zentrum in der Offensive ist Onatelli. Dazu 2 läuferisch sehr, sehr starke Spitzen, groß gewachsen. Der FSV Frankfurt hat da sehr, sehr viel mit langen Bällen versucht.
Und deswegen war es meine Idee, mit einer Dreierkette hinten eine gewisse Dominanz in die letzte Linie zu bringen und sehr, sehr kurze Wege in den Zweikampf zu haben. Ich finde, das ist in der Anfangsphase auch ganz ordentlich gelungen. Wir haben ein vernünftiges Anlaufverhalten gehabt. Wir hatten eine ganz gute Dominanz in der Luft. Was uns eben komplett gefehlt hat, ist aus den Ballgewinnen dann tatsächlich richtig strukturierte Angriffe vorzutragen. Aber das alles hat irgendwo gepasst. Aus meiner Sicht waren die zwei schnellen Tore waren dann schon irgendwo ein Knackpunkt, weil du als Mannschaft natürlich ein Stück weit dann auf der Suche nach einer Lösung für die nächsten Minuten bist. Ne? So die einen wollen möglicherweise das Ergebnis egalisieren, die anderen sind erstmal froh um Schadensbegrenzung. Das ist immer eine ganz, ganz schwierige Phase und die ist uns heute in der Umsetzung eben nicht vernünftig gelungen. Wir sind statt mit einem 0-2, mit einem 0-4 in die Pause gegangen und dann liegt so ein Spiel ja im Grunde genommen schon als Scherbenhaufen vor dir. Dann kannst du nur noch Ergebniskosmetik aus meiner Sicht betreiben und nicht mehr ernsthaft hoffen, dass hier noch was drin ist. Und das hat schon sehr, sehr wehgetan, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir bis jetzt eine fantastische Runde gespielt haben. Also mit einem Sieg wären wir Tabellendritter gewesen, darfst du gar nicht so laut sagen, aber ist nun mal Fakt. Das ist also ein bitterer Schlag für die Fortuna. Du warst nach Spielende noch am Zaun, ich glaube zweimal bist du hingegangen. Was war da deine Idee dahinter? Ja, es geht darum, sich zu stellen. Ne? Also du kannst dich ja nicht als Trainer abfeiern lassen in guten Phasen und in schlechten Phasen drehst den Rücken zu und ziehst dich zurück und weinst. Also insofern ging es natürlich auch ein bisschen darum, so ein Stück weit die negative Emotion bei den Fans rauszunehmen, weil mein Blick geht schon wieder auf Samstag. Ich betrachte das immer noch für die Fortuna als Existenzkampf. Es ist nicht so, dass ich hier rumspinne und sage, wir müssen am Ende irgendwo 60, 70 Punkte erreichen. Ich finde, 50 ist für uns schon sehr, sehr ambitioniert. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Heute haben wir völlig versagt und dann geht es auch ein Stück weit darum, die Dinge zu erklären. Ich kann auch keinem Fan vorschreiben, wie er zu reagieren hat. Ich finde es ein bisschen unpassend, wenn dann von Versagern geredet wird oder von denjenigen, die irgendwo Geld zurückgeben sollen. Also mal davon abgesehen, dass es sowieso nicht das dickste Portemonnaie ist, was meine Spieler nach Hause tragen. Glaube ich, sollte man immer einen Gesamtzusammenhang sehen. Ne? Und da haben wir heute natürlich schon unsere Grenzen aufgezeigt bekommen und das kann auch manchmal sehr, sehr heilsam sein. Für mich war der entscheidende Faktor, dann den Leuten auch ein Stück weit zu erklären, woran so etwas liegen kann. Und mit Sicherheit ist es heute auch so gewesen, dass wir von unseren Grundtugenden, die uns immer sehr, sehr ausgezeichnet haben, alle irgendwo 20-25% haben liegen lassen. Und nochmal, wenn dann mal du so voll auf die Fresse kriegst und nicht nur so seicht mit einer knappen Niederlage rausgehst, sondern mal so richtig ins Gesicht bekommst, dann kann das möglicherweise auch heilsam sein, werden wir am kommenden Samstag sehen. Für mich galt es dann, die Fans auch irgendwo nochmal einzuschwören auf den kommenden Samstag und zumindest also so zu signalisieren, gebt dieser Mannschaft am Samstag gegen Aalen eine Chance, das Ding irgendwo zu reparieren und auch Gesicht zu zeigen. Das wird sehr, sehr wichtig sein, denn nochmal, mit 17 Punkten bleibst du nicht in der Klasse, da müssen noch einige hinzukommen und wir dürfen natürlich jetzt nicht in so einen Negativstrudel reinkommen. Danke dir.